Heute gibt es einen Fernsehgarten der ganz besonderen Art. Und er läuft und läuft und läuft. Extremsportler Joey Kelly. Herzlich willkommen, Ariane Friedrich und Joey Kelly. Also für jeden Kilometer, den Joey läuft, klingelt's in der Kasse der Deutschen Sporthilfe mit 200 Euro. Aber ich versuche halt eine Zahl, die, wo man sich zeigen kann. Sag mal Pi mal Daumen, nur mal so, stapel mal ganz tief. Was ist definitiv unbedingt drin? Also Marathon auf jeden Fall, zwei müssen auch drin sein, drei wären nicht schlecht und dann schauen wir mal. 120 Kilometer wären das ja. Ich weiß es nicht. Also ich laufe, ich bin noch nie länger auf dem Laufband wie zweieinhalb Stunden gelaufen. Auf dem Laufband zu laufen, ist es auch einiges schwerer als draußen, weil man steht die ganze Zeit und man hat das Gefühl, dass es irgendwie nicht vorwärts geht. Es ist halt momentan sehr schwierig, aber ich habe hier Unterstützung. Na klar. Wir sind hier, ich habe hier Wahnsinn, hier Fernsehgarten, alles los. Und ja, schauen wir mal. Gut. Hier vorne, liebe Zuschauer, sehen Sie unsere Uhr. Die obere Zeile, die auf Null steht, die zeigt an, wie lange Joey schon gelaufen ist, nämlich gar nicht. Und unten, das ist die gemeine. Das sind diese 24 Stunden, ja? Und jetzt auf unser Kommando geht's los und dann wird oben in der Zeile mehr und unten in der Zeile weniger und Joey ist auf dem richtigen Weg. Der ganze Fernsehgarten für Joey Kelly. Achtung! Auf die Plätze! Fertig! Los! Und jetzt geht's los für Joey. Ich sag nichts, ich laufe. Und wenn Sie jetzt sagen, das sieht so locker aus, ich sag Ihnen das mal, der läuft jetzt mit einer Geschwindigkeit 9,7 Kilometer pro Stunde. Da könnte ich jetzt schon vom Laufband gehen, wäre ich schon durch. Und ich freue mich und hoffe, dass ich morgen noch lebe. Na klar, er läuft die ganze Nacht durch. Days and Nights. Also ganz so lange muss Joey Kelly nicht rennen. Er rennt 24 Stunden, das heißt morgen, am Pfingstmontag, so kurz vor 12:30, wird Joey fertig sein mit diesem Lauf. Und er hat jetzt schon wie viele Minuten weg? Ich guck mal kurz. 18 Minuten 30. Wie geht's denn dir im Moment, Joey? Ganz gut. Also am Anfang natürlich geht's einer immer gut. Aber schwierig ist natürlich in der Nacht, so zwischen 2 und 6. Und ich hoffe, dass ich bis morgen Mittag einigermaßen viele Kilometer drauf ab. Was hat es mit diesen Flaschen auf sich? Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Wir haben mal 20 Flaschen hingestellt. Das ist ungefähr das, was er trinken muss. Ja. 20 Wasserflaschen in den 24 Stunden. 20 Stunden, okay. Also das Ganze nochmal, liebe Zuschauer, weil Sie sich gerade erst dazugeschaltet haben, ist für einen guten Zweck. Joey läuft für die Deutsche Sporthilfe. Pro gelaufenen Kilometer gibt es 200 Euro. Und ich würde sagen, fabelhaft. 24 Stunden, wir sind mit der Fernsehkamera, da oben hängt es im Baum live dabei, Sie können das verfolgen. Und wir sehen uns alle morgen dann im Pfingstfernsehgarten am Montag wieder. Dankeschön, Joey. Joey Kelly, liebe Zuschauer, läuft und läuft und läuft. Darf ich jetzt mal mit dir reden? Geht es? Es geht, es geht. Also ich habe gerannt, aber auch ein bisschen gegangen zwischendurch. Es ist relativ hart, aber ich weiß nicht. Ich hoffe, es sind genug Kilometer. Was heißt denn, es ist relativ hart? Bist du verrückt? Das ist das Härteste überhaupt. Nein, es ist nicht hart, 24 Stunden zu laufen. Es ist nur hart, auf dem Laufband zu laufen, 24 Stunden. Das ist das Problem. Wann war denn so der tote Punkt, Joey? Oder ist der schon seit 12 Stunden? Der war zwischendurch oft gekommen, leider. Aber Gott sei Dank ist der Klaus, mein Superarzt, hat mich in der Nacht betreut, gerettet, immer hochgerafft. In 26 Minuten ist das Ganze hier vorbei. Der Joey braucht nochmal einen richtig, richtig fetten Anfeuerungsapplaus. Achtung, da drüben, für Joey. Und wieder rum.
dem Laufband. Achtung, 148 Kilometer! Aber jetzt ist das so eine tolle Leistung und wir sind alle nicht so gut im Kopf rechnen, also runden wir es auf 30.000. Sehr ja? gut, 30.000 Euro. Vielen, vielen Dank. Du bist der Größte. Danke für die Chance, Kiwi. Sehr gerne. Danke, dass du es für uns gemacht hast. Dankeschön.